Was bisher geschah. Es entsteht eine der wohl individuellsten BMW R1250 GS Adventure. Ja, die coole Truppe hinter mir, die hat mich gerade eben begleitet. Ich bin in Baden-Württemberg. Der zweite Teil meiner Deutschlandreise startet im nördlichen Schwarzwald an der Schwarzenbach-Talsperre. Von hier aus führt mich mein Weg ins Bundesland Nummer 3, dem Saarland. Für die Anreise wähle ich eine Route über die französischen Vogesen entlang der Burg Fleckenstein aus dem 12. Jahrhundert. Kurze Zeit später treffe ich auf ein saarländisches Empfangskomitee. Allen voran das Botschafterpaar Yvonne und Tim, bei denen ich für ein paar Tage zu Gast bin und die Region um Saarbrücken kennenlerne. Also heute Abend haben wir Elsässer Flammkuchen. Der Flammkuchen kommt aus dem Elsass, das ist da bekannt, das ist ja direkt im Grenzgebiet hier. Und aus dem Grund wird er hier sehr gerne gegessen im Saarland. Am nächsten Tag zeigt mir Tim seinen ganz persönlichen Lieblingsplatz, während die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres den Frühling einläuten. Meine Reise führt mich weiter nach Rheinland-Pfalz. Doch bevor ich eine der schönsten Motorradregionen Deutschlands näher kennenlerne, das erste Mal die Nürburg sehe und ein für mich neues Fahrzeugkonzept teste, möchte ich mit euch über ein ganz anderes Thema sprechen. Ein super wichtiges und extrem spannendes Thema ist die Frage nach der richtigen Gepäcklösung. Ich habe mich über Wochen damit beschäftigt, alle Informationen zusammenzusammeln, im Internet zu recherchieren, wie die Erfahrungen von euch da draußen sind, denn ich bin bisher immer mit meinen BMW Vario-Koffern durch die Gegend gefahren und das sollte aber für die Zukunft nicht mehr reichen. Und so bin ich auf SW Motec aufmerksam geworden. Jetzt geht's von der Ideenschmiede in die Produktion, einmal hier entlang, weil drüben werden die Ideen entwickelt und dann wird hier ein Teil davon auch gefertigt. Wir sehen hier eigentlich die Metallproduktion, unsere Koffer. Da kommt der Body aus Tschechien, also der wird dort gefertigt und zum Teil pulverbeschichtet oder eloxiert. Und hier findet dann die Endmontage statt. Hier werden zum Beispiel die Rahmen dran gesetzt, oben am Kofferdeckel. Und dann ist es eine Kombination, also einiges erfolgt manuell, anderes mit Robotern, deswegen kann man hier verschiedene sehen. Genau, und zum Schluss, ganz wichtig, weil alle unsere Koffer sind 100% staub- und wasserdicht, wird jeder einzelne Koffer auch getestet auf seine Dichtigkeit. Ja, also hier liegen jetzt 350.000 Artikel, die wir dann im Jahr in 50.000 Pakete packen, um die dann halt in mehr als 70 Ländern zu verschicken. So, Walle, wir sind mit einer Sitzbank fertig. Wir haben hier für die Rautensteppung haben wir eine Schablone. Hier ist jetzt der Bezug. So läuft der Schnitt von der Sitzfläche. So kann ich dann, den lege ich mir auf, damit ich sehen kann, okay, wie schneide ich das nachher zu und guck, wie weit ich mit den Rauten gehen muss. Da es ja im Raum stand, wie machen wir die Rauten, machen wir sie grün, machen wir sie blau, haben wir uns gedacht, machen wir einfach einmal blaue Rauten und einmal grüne Rauten daneben. Passt super zum Moped und ist ein richtiger Eyecatcher. Doppelte Rautensteppung, um beide Farben aufzugreifen vom Moped. Hier an den Seiten glatt mit einem strapazierfähigen Autokunstleder. Und hier, um einen optischen Aspekt reinzubringen, ein Samtgrau genommen. Ich glaube, dass das, was wir dir hier mitgeben können, genau das Richtige ist für das, was du vorhast. Du wirst definitiv mit dieser Gepäcklösung die Option haben,
immer alles so zu verstauen, wie du es haben möchtest. Du wirst sehr flexibel sein mit den ganzen Dingen. Es ist alles hochmodular, was wir hier anbieten. Das Material ist dazu gemacht, natürlich auch um die Welt zu reisen. Da kannst du dich sehr entspannt darauf verlassen, dass sich hier unser System nicht im Stich lassen wird. In diesem Teil des Videos möchte ich mit euch über die von mir verwendeten Produkte von SW Motec sprechen. Und dabei lege ich auf zwei Bereiche besonders viel Wert. Der erste ist natürlich das Thema Gepäcklösung. Wie ist das hier befestigt? Wie sieht das Ganze aus? Was sind so meine Erfahrungen? Und warum behaupte ich und auch mehrere Testmagazine, ist das aktuell das beste Koffersystem, was man auf dem Markt so kaufen kann? Und Punkt Nummer zwei ist Sicherheit. Sicherheitsausstattung, Unterbodenschutz, Ventildeckelschützer, Zusatzbeleuchtung, all diese Themen. Und dann gehe ich ganz zum Schluss auf das Thema Sitzbank ein. Das hier ist die Originalsitzbank von BMW Motorrad. Denn das hier ist Uschi 3.1, ein noch neues, ziemlich jungfräuliches Motorrad. Da ist die neue Sitzbank noch nicht drauf. Denn ich möchte euch zeigen, wie einfach der Ablauf ist, zu seiner eigenen Traumsitzbank zu kommen. Wie das funktioniert mit dem Designen, mit dem Verschicken und wie sie dann anschließend aussieht. Lasst uns mit dem größten und wohl wichtigsten Bauteilen an meinem Motorrad anfangen, nämlich dem Trax Adventure Aluminiumkoffer. In Schwarz oder Silber lieferbar und optional noch erweiterbar mit Aufsatztaschen, Innentaschen und auch Deckeltaschen, Deckelnetzen und so weiter und so fort. Wenn ihr wissen wollt, was ich in diesen Koffern und in den Aufsatztaschen immer so mit mir herumfahre, wenn ich auf Tour bin, dann klickt jetzt das Video in der Infobox an, denn da erkläre ich euch das wirklich Schritt für Schritt. Hier geht es jetzt eher darum, wie ist sowas hier technisch aufgebaut, wie praktisch ist das, wie schnell lässt sich das abnehmen und vor allen Dingen, was hat das eigentlich mit dem Trägersystem auf sich? Denn da ist SW Motec einzigartig. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich nehme meinen Schlüssel und nehme jetzt erst einmal hier den Koffer ab. Das gleiche mache ich dann noch mit dem Topcase. Zwar gibt es kein Gleichschließsystem mit dem Original-BMW-Schlüssel, aber irgendwann hat man sich daran gewöhnt, dass man ein, zwei weitere Schlüssel am Schlüsselbund einfach mit sich mitführt. Und ihr seht, ich mache das hier innerhalb von wenigen Sekunden fest, hebe das mit den integrierten Tragegriffen einfach vom Motorrad weg und genauso schnell geht es auch wieder dran auf die vier Fixierpunkte. Dann schließe ich das Ganze wieder fest, denn nicht immer will ich ja abends in einer Unterkunft das ganze Geraffel vom Motorrad wegnehmen. Wenn das Motorrad sicher irgendwo steht, dann brauche ich ja nur den Inhalt. Und den Inhalt, den sichere ich und packe ihn praktisch zusammen mit so einer Innentasche. Die ist auch noch wasserabweisend und die kann ich nur immer mit dazu empfehlen. Ganz am Anfang habe ich mich für diese Koffer interessiert, weil ich sie vom Design her besonders schick finde. Etwas futuristischer, kantiger, eckiger und dann noch in Schwarz. Hinzu kommen noch für die Funktion, dass wenn man mal einen kleinen Umfaller hatte, hier diese Kunststoffschoner, die man auch austauschen kann, für den Fall, dass mal irgendwo ein bisschen was schief läuft. Und dann kamen da die weiteren Funktionen. Ich meine, eine Wasserdichtigkeit, die setze ich natürlich voraus. Aber habt ihr schon mal etwas von einer aktiven Membran gehört? Einer Kunststoffmembran, die zwischen Deckel und Body sitzt, die zum Beispiel einen Druckausgleich ermöglicht. Denn fahrt ihr zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen los und wollt direkt auf Stilfser Joch, dann kann es sein, dass durch den Höhen- und Druckunterschied ihr den Koffer nicht mehr einfach so aufbekommt. Das passiert euch mit so einer aktiven Membran nicht mehr. Ein weiteres sehr wichtiges Feature im Innenbereich des Koffers ist, dass es keine scharfen Kanten gibt. Alles, was scharfkantig war, wurde umgelegt oder mit Kunststoff abgedeckt. So viel zum Thema Funktion, Design und auch Wertigkeit des Systems. Aber ein Koffer ist ja nur halb so gut wie sein Träger. Und bei diesem Träger muss man ganz klar sagen, der ist momentan state of the art. Er sitzt enger am Motorrad als der Serienträger. Er hat ein sehr schmales, dünnes Profil, obwohl er brutale Stabilität hat. Denn das habe ich auf meinen 35.000 Kilometer in den letzten 6 Monaten 2019 festgestellt. Und gleichzeitig hat er die Funktion, was ja auch sehr viele stört durch diesen starren Rahmen, dass ich ihn innerhalb von Sekunden abnehmen kann.
Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich nehme dazu hier so ein kleines Multitool raus, das liefert SWMOTEC auch mit. Mit diesem Multitool öffne ich drei Schnellverschlüsse und mit dem Schlüssel vom Koffer ein zusätzliches Sicherheitsschloss, damit mir natürlich nicht irgendwer abends aus Spaß meinen Träger demontieren kann. Ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Und wenn ich das schaffe, dann schafft das jeder da draußen auch. Denn ich habe wirklich zwei linke Hände in der Mechanik, aber das schaffe ich noch. Einmal feste nach links, die zweite Schraube gedreht und die dritte. Dann nehme ich den Rahmenschlüssel. Das sind nochmal zwei separate Schlüssel, die dabei sind. Ich habe das tatsächlich vorher nicht einmal geübt oder gemacht. Das heißt, jetzt müsste es eigentlich abnehmbar sein. Und schon bekomme ich eine schmale Silhouette, ein schlankes Design des Motorrads zurück. Das Einzige, was übrig bleibt, ist hier hinten am Kennzeichen so ein kleiner Überstand. Und so schnell, wie ich es abgebaut habe, baue ich es auch einfach wieder dran. Zack, das klackt richtig rein. Einfacher geht's wirklich nicht. Und das ist ja wohl ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Was ihr hier noch seht, ist eine Werkzeugrolle. Das bedeutet, die kann ich hier hinten einfach aufschrauben. Und dann könnte ich da meine Werkzeugrolle oder eben andere Gegenstände reinlegen. Und wenn ihr glaubt, das hält jetzt nicht mehr, weil der Waller einmal an seinem Moped geschraubt hat, doch, das hält immer noch. Bombenfest, echt, das ist ein mega Ding. Ich hab's noch nie vorher abgemacht. Ich glaube, ich werde das jetzt öfter mal machen. Das Pro-Träger-System gibt es natürlich nicht nur für die BMW GS Adventure, sondern auch für die normale BMW GS oder die Honda Africa Twin, eine KTM Super Adventure oder die Tenere von Yamaha. Also es gibt ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten an ganz unterschiedlichen Motorrädern. Wenn ich jetzt hier den Koffer wieder an das Motorrad dran mache, dann fällt euch vielleicht optisch im Gesamtkonstrukt etwas auf. Nämlich das Topcase, was bei vielen ja so ein bisschen als Pizzalieferdienst verpönt ist, finde ich optisch gar nicht so schlecht. Denn das fügt sich hier sehr gut ein. Es sitzt dank einem Tieferlegungskit direkt wirklich hinten auf der Platte. Und gleichzeitig durch die Aufsatztaschen habe ich eigentlich nur eine minimale Erhöhung. Mal rein vom Design her. Vielleicht ist es euch schon mal selber passiert. Oder aber ihr kennt die Bilder aus dem Internet, wo Leute mit so einem schweren Reisemotorrad stark um die Kurve fahren und der Abstand zwischen Koffer und Asphalt ist wirklich nur noch hauchdünn. Das wird euch übrigens mit dem System nicht passieren, denn der Kofferträger ist so konzipiert, dass der Koffer etwas höher im System sitzt als bei der Konkurrenz. Das heißt, Kurvenfreiheit ist hier absolut gegeben. Ich zeige euch mal ein Bild, wo ich bei sehr starker Schräglage beim ADAC Kurventraining fotografiert wurde. Da seht ihr, da ist noch richtig Abstand zwischen Koffer und Straße, obwohl ich sehr dynamisch um die Kurve unterwegs war, bewusst auch mal die Koffer dran gelassen habe. Bei einer Fahrt zu zweit wollt ihr der Sozia oder dem Sozius natürlich maximalen Komfort bieten. Hier zum Beispiel mit so einer optionalen Rückenlehne. Und bei besonders langen Touren habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, Trinkflaschen anzubringen. Oder bei Touren, wo ihr nicht genau wisst, wann kommt eigentlich die nächste Tankstelle, habt ihr hier noch 2 Liter Zusatzkraftstoff. All das könnt ihr am Kofferset einfach mit anschrauben. Beim Tankrucksack habe ich mich ganz bewusst für die kleinste Größe entschieden. Denn ich möchte zum Beispiel beim Rangieren oder beim Fahren im Gelände uneingeschränkt den vollen Lenkeinschlag verwenden können. Das Tankrucksacksystem von SWMOTEC ist mittlerweile weltweit bekannt durch seinen Schnellverschluss. Man zieht an einem kleinen Bändchen und schon hat man den Tankrucksack in der Hand. Das System wird übrigens gerade stark optimiert und ist ab Mai, Juni 2020 verfügbar. Wie genau das neue System funktionieren wird und was das alles so kann, das zeigt uns jetzt am besten Marketingleiter Johannes. Den habe ich nämlich auf der EICMA 2019 in Italien besucht. Also innovativ ist vor allem der neue Tankring. Ich zeige mal den Lösemechanismus, den kennst du ja auch gut. Der läuft hier weiterhin über die Löseschlaufe. Wir ziehen leicht dran und dann klickt er ab. Und die Kenner von unserem System, die erkennen sofort, der Tankring hat sich verändert. Der ist optisch nach wie vor absolut unauffällig. Wir sind weiterhin flach und nah am Fahrzeug. Aber dazu sieht man, wir haben die Geometrie leicht verändert, denn wir arbeiten ab sofort nicht nur mit einem mechanischen Haltemechanismus, sondern auch mit einer Magnetkraft, die den Tankrucksack an seine Position führt und dann beim Halten unterstützt. Wir sehen das, wenn ich ihn drauf loslasse, der rastet wie von selbst ein. Das sind die Magnete von Fitlock, mit denen wir das zusammen entwickelt haben, die den Rucksack zusammen mit dem Ring super unkompliziert einrasten lassen. So, das war Nummer 1. Aber der zweite Fakt, der ist fast noch cooler.
unsere Tankungsecke, das hast du auch gemacht, musste man bisher von oben einmal bohren, um diese Position zu bestimmen. Und wir haben eine Technik entwickelt, die auch zum Patent angemeldet ist, bei der man über 4 Schrauben an der und der Stelle jeweils einen Mechanismus lösen oder festigen kann. Und dann kann man die Position verstellen. Auch wenn man das Motorrad wechselt oder der Bauch hat Zuwachs bekommen oder, kann man die Position vom Oberring verändern, wieder festmachen und dann kann man die ganze Technik wiederverwenden. Genau. Hier oben am Sturzbügel seht ihr noch diese universellen wasserdichten Taschen. Die könnt ihr an jedes Motorrad montieren, auch an ganz andere Stellen, sogar hinten auf den Koffer drauf. Was genau ich da drin habe und wie diese Taschen funktionieren, das zeige ich euch ja in meinem großen Gepäckvideo, was ihr schon in meinem YouTube-Kanal abrufen könnt. Wo ich jetzt aber gerne drauf eingehen möchte, sind die zusätzlichen Schutzelemente an meinem Motorrad. Ich habe ja vom Werk aus bei der Adventure hier einen recht robusten Motorschutzbügel zum Umfallen, zum Stürzen. Aber mir ist es tatsächlich schon mal passiert im Gelände, dass ich mit dem Motorrad umgefallen bin und genau dort, wo der Ventildeckel auf den Boden kam, dort war ein Stein unterm Moos. Und der guckte so spitz raus, dass ich danach ein ca. 2 Cent großes Loch im Ventildeckel hatte, das Öl lief raus und ich konnte nicht so ohne weiteres weiterfahren. Dafür habe ich hier einen Ventildeckelschutz verbaut. Den gibt es entweder in Silber oder in Schwarz. Und weiter unten habe ich einen großen, jetzt neu vergrößerten Motorschutz verbaut. Mit einer Erweiterung im Frontbereich, sodass dort auch der Motordeckel geschützt ist. Der gefräste Schalthebel ist voll anpassbar und klappt im Falle eines Umfallers einfach ein. Den hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter und die sich darunter befindende Bremspumpe werden mit einem stabilen Aluminiumschutz vor Steinschlag oder ungewolltem Entfernen des Deckels bewahrt. Und sollte es das Bike mal wirklich in so einem unglücklichen Winkel auf die Seite legen, dann habe ich hier vorne noch einen Achsschutz, sodass da auch nichts schieflaufen kann. Und dann habe ich jetzt ganz neu bei Uschi 3.1 nochmal 2 Zusatzscheinwerfer hier unten unterm Schnabel. Grundsätzlich gilt, man darf in Deutschland 2 Zusatzscheinwerfer betreiben. Was man montiert hat, ist halt immer so eine andere Geschichte. Ja, eine graue Zone. Aber ich persönlich bin ein großer Fan von Sicherheit durch Sichtbarkeit. Und natürlich fahre ich nicht am Tag, wenn die Sonne scheint, mit 6 Zusatzscheinwerfern durch die Gegend. Da reichen 2 oder 4. Aber wenn ich abends im Dunkeln oder in der Dämmerung unterwegs bin, naja, wenn ich niemanden blende damit und die Scheinwerfer entsprechend einstelle, dann finde ich das eigentlich völlig in Ordnung. Denn es geht ja hier auch ein bisschen um meine Sicherheit, nämlich gesehen zu werden und dass ich die Umgebung und die Natur sehe, gerade beim Offroad-Fahren, recht wichtig. Solltet ihr Fragen haben zum Motorrad, zu den Teilen, die ich verbaut habe, dann nutzt einfach die Kommentarfunktion unter diesem Video. Ich werde jetzt noch die Sitzbank abmontieren, einpacken, zu SW Motec schicken und euch zeigen, wie ihr ganz bequem daheim am Computer euer eigenes Design kreieren könnt. Unter sw-motec.com findet ihr in der Rubrik Sitzbankumbauten den Sitzbankkonfigurator. Hier werdet ihr Schritt für Schritt zu eurer individuellen Wunschsitzbank geführt und könnt euren kreativen Ideen freien Lauf lassen. Bei meiner einteiligen Rallye-Sitzbank könnte ich mich für eine Mischung aus bis zu 3 unterschiedlichen Bezügen entscheiden. Spätestens bei der vielseitigen Farbauswahl des Garns und der unterschiedlichen Nähte wird schnell klar, dass es unzählige Möglichkeiten gibt. Anschließend geht's um die Technik, zum Beispiel um eine Auf- oder Abpolsterung oder eine Schaumänderung mit härterem Verbundschaum. Im Anschluss wählt ihr ganz einfach euer Fahrzeug aus, legt die Sitzbankkonfiguration in den Warenkorb und schließt den Kauf ab. Kurze Zeit später erhaltet ihr von SW Motec einen passenden Versandkarton inklusive Label für den Rückversand und circa 2 Wochen später haltet ihr dann die fertige Sitzbank in den Händen. Jetzt geht's weiter mit meiner Tour in Rheinland-Pfalz. Hallo Walle, schön, dass du uns hier in Rheinland-Pfalz besuchst. Wir haben heute bei bestem Wetter eine schöne Tour vorbereitet. Wir werden uns den Kaltwassergeysir ansehen, wir werden zum Nürburgring fahren und dann noch eine schöne Runde auf kleinsten und allerkleinsten Sträßchen. Ach cool, jetzt sehe ich ja, da hinten sind noch 2 Leute. Magst du mir die mal vorstellen? Wollen wir mal hingehen? Gehen wir mal hin. Das ist ein Canon Spider, ein richtiges nettes Funbike. Und ich bin die Frau vom Herbert, die dich jetzt die ganze Woche so nett versorgt. Und jetzt sag mir noch ganz kurz, warum fährst du jetzt ein Dreirad, das ist ja ein dreirädriges Fahrzeug, und kein Motorrad? Weil ich keinen Motorradführerschein habe und ich das hier fahren darf mit dem Autoführerschein. Ah, okay. Und bringt dir das genauso viel Spaß wie ein Motorrad? Ja.
würde ich sagen, ja. Du bist also voll überzeugt, ja, oder? Ganz klar, ja. Darf ich es mal Probe fahren? Ja, darfst du. Ja? Der Jens aus Sachsen hat sich wieder mal auf die Reise begeben, um deinen Herbert und seine Margot zu besuchen. Rein zufällig steht der Walle in der Tür. Und wir machen uns heute noch einen schönen Tag durch die tollen Kurven in der Eifel. Let's go! Wir sind hier in der Vulkaneifel. Wir sitzen halt auf ruhenden Vulkanen. Das heißt, ist keiner der Vulkaneifel-Vulkane ist wirklich erloschen. Da ist immer Aktivität drunter. Der Kaltwassergeysir ist im Grunde ein Überdruckventil. Wir sind hier im Bauernhof-Café Clemenshof und wir müssen eine Pause machen, weil der Walle Kaffeedurst hat. Guten Appetit. Danke. Das hier ist ein Can-Am Spider. Das ist ein dreispuriges Fahrzeug mit Motorradmotor, 1000 Kubik Rotax-Motor, 100 PS, Motorradgetriebe und die grundsätzliche Bedienung ist wie beim Motorrad. Fährt sich wie ein Motorrad mit Beiwagen, weil es halt sich nicht in die Kurve legt, sondern starr ist. Das sind die gravierendsten Unterschiede. Und es ist halt ein Spaßmobil allererster Güte, muss man wirklich sagen. Du kannst das gleich gerne mal probieren, dann sehen wir mal, ob es dir auch Spaß macht. Ja, sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ich ziehe mir den Helm auf. Ja, das ist natürlich hier ein Wendekreis. So, was mache ich jetzt? Huch, jetzt habe ich einen Rückwärtsgang. Auf neutral und dann den gedrückt halten und nochmal zurückschalten. Okay. Gedrückter R-Taste. Jetzt muss ich erstmal gucken, in welchem Gang. Jetzt bin ich neutral. Und jetzt nochmal zurückschalten. Warte mal, jetzt habe ich wieder einen Vorwärtsgang drin. Es tut mir leid, ja. Kein Problem, drücken. Ja? Ah, lassen wir die erstmal vorbei. Wenn ich gleich mich ein bisschen drauf eingestellt habe, dann zeige ich euch noch ein paar Fahraufnahmen. So. So geil, wie die Leute gucken mit dem Ding. Das ist das reine Showfahrzeug. So, jetzt ziehe ich mal an ihm vorbei. Wow, es ist geil. Da so schnell vorbeihuschen können, weil ich viel schneller durch die Kurve komme als er. Ja. Das ESP regelt zwar, das Motorrad hier oder dieses Fahrzeug, ja, es ist ein Motorrad, hat ESP. Das heißt, es merkt dann schon, wenn ein Reifen so langsam Haftung verliert, weil man doch zu schnell durch die Kurve fährt, dann regelt es etwas ein. Und ihr habt gerade gemerkt, ich war zu untertourig in dem Gang. Er schaltet dann auch automatisch in einen niedrigeren Gang, aber ich glaube nicht in einen höheren. Also ausdrehen kann man die Gänge komplett, da hindert einen die Automatik nicht. Ich liebe einfach andere Fahrzeugkonzepte mal auszuprobieren. Schaut mal, ich kann mit dem vorderen Rad ganz fein die Spur ziehen und halten. Das heißt jetzt hier, ich kann hier sauber, total ungefährlich, ganz weit außen fahren. Ist wie auf einer Schiene. Man muss sich halt nur ein bisschen festhalten. Das ist schon geil. Bisschen runterschalten. Guck mal, ich kann ganz außen fahren. Halt eher wie ein, ja, wie ein Auto. Also unglaubliche Spurstabilität auf der Vorderachse. Das war eine phänomenal tolle Zeit bei euch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in meinem kleinen Dachzelt in der Garage. In den 4 Tagen haben wir dich richtig ein bisschen in unser Herz geschlossen. Oh. Wenn du bist jederzeit eingeladen, gerne nochmal vorbeizuschauen.
Und jetzt übergeben wir dich an unsere Freunde im Nachbarland Belgien, bevor es ins Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen geht. Nach meiner Zeit bei Margot und Herbert startet meine erste geführte Tour in 2019 mit einer tollen Truppe bei bestem Wetter in Belgien. In den nächsten Tagen geht's in die Eifel, an die Mosel und einmal quer durch den Hunsrück, bevor es dann weiter in Bundesland Nummer 5 nach Nordrhein-Westfalen geht. Die Videos dazu folgen demnächst in meinem YouTube-Kanal. Bisschen Umweg, nicht direkt zum Rhein-Weser-Turm hoch, Silberg oder so, das ist so eine kleine Ecke, da wollte ich gerne her. Also ich bin der Willi Conny. Willi Conny, werde ich immer wieder gefragt, ist entstanden 1988 auf der Isle of Man, weil ich da an der Promenade immer auf einem Rad lang gefahren bin. Und ja, irgendwann hieß ich dann so. Und so geht's in der nächsten Folge weiter. Übrigens, unter walleontour.com findest du viele weitere Videos, Fotos, GPS-Downloads und auch Teile für dein Motorrad in meinem Online-Shop. Du möchtest noch näher am Geschehen dran sein und mich gleichzeitig bei meiner Reise um die Welt unterstützen? Dann werde jetzt Premium-Mitglied. Bis bald, dein Walle.